So, willkommen Leute zu einer kleinen Folge vom Zoo 2 Animal Park. Und wir haben hier eine kleine Page bekommen, 166. Und da ist ja eine Tierart, eine neue Tierart dazu gekommen, die Nummer 184. Und das ist der Stumpfnasenaffe. Den gibt es auch in verschiedenen Farbvarianten. Sehen Sie gleich das Bild. So wie es ausschaut, gibt es 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Farbvarianten von diesem Tier. Ich weiß zwar nicht, warum die Entwickler jetzt ein einziges Tier bloß eingefügt haben. Normalerweise fügen die ja meistens immer so drei Tiere oder mehrere gleich, die dann auf Monat verteilt sind, aber ein Tier ist schon ganz schön komisch. Entweder stelle ich mal die Behauptung mal auf, wird dieses Tier dann das Halloween-Event-Tier sein, oder wir werden es sehen, wenn so eine Woche kurz vor dem Event noch eine Page kommt, was da Neues dazu kommt. Vielleicht gibt es da völlig anderes Tier und das wird wahrscheinlich irgendwie von, keine Ahnung, vielleicht für die Akademie wieder verwendet oder für Club, dass man da irgendwelche Farbvarianten wieder gewinnen kann. Mal, wir werden sehen, was die Entwickler mit diesem Tier vorhaben. So, als nächstes wechseln ja bei uns bald die Truhen. So, da haben wir erst einmal die legendäre, die wechselt ab 11.11. Die Retro-Truhe wechselt hier in der Woche, glaube ich, am 30.09. auf jeden Fall. Und die epische wechselt auch am 30.09. Wir werden sehen, was da für Tiere reinkommen. Das kann ich auch euch nicht sagen. Es sind einfach viel zu viele Varianten, die es da gibt. Und die Entwickler können ja mehrmals die Tiere wieder einsetzen. Deswegen kann ich euch nicht genau sagen, was für Tiere da reinkommen. Ich kann euch nur sagen oder zeigen, was für Tiere da eigentlich reinkommen können. Aber da sind eigentlich auch ganz schön viele. Und deswegen lohnt es sich für mich die Arbeit nicht, das alles zu zeigen. So, dann gehen wir mal ins Spiel rein. Und ich werde euch dann noch was zu den Videos, Werbevideos noch zeigen. Da gibt es auch eine Neuigkeit. So, wir sehen uns dann gleich im Spiel. So, da sind wir wieder im Spiel. Ich habe auf jeden Fall im Profilbilder Anzeige auf jeden Fall geguckt. Das Tier ist auf jeden Fall nicht als Profilbild ausgezeichnet. Das weiße Bild ist sowieso eins von diesen Farbvarianten hier. Das ist das Einzige, was hier fällt. Es sind hier 1, 2, 3 angezeigt, aber das vierte wird nicht angezeigt. Aber das ist so eine Wildhund-Farbvariante. So, da ich zurzeit mir einen. Wo sind die denn? Tab hier Level 3 hier gezüchtet habe, kann ich da erstmal noch nicht weiter züchten. Deswegen mache ich erst einmal mit meinen Quests weiter. Und ich züchte zurzeit den Flamingo und den Rotfuchs, damit ich die Quests auch erfüllen kann. Wie ihr seht, ich habe jetzt 306 Diamanten. Ich habe, seitdem ich hier jetzt das neue Account angefangen habe zu spielen, noch keinen einzigen Diamanten ausgegeben, obwohl die Flamingos hier Diamanttiere sind, habe ich für die keinen Diamanten ausgegeben. Den habe ich über die Quests bekommen, genauso wie bei den Zebras, die kriegt man auch ziemlich leicht durch die Quests und auch einige viele Diamanttiere kriegt man auch über die Quests. Man muss bloß etwas länger drauf warten.
So, dann schauen wir mal, ob die Zucht schon mal geklappt hat. Ja, leider nicht. Und beim Fuchs auch leider nicht. Na gut. Schade, schade, schade. Dann drehen wir mal das Glücksrad einmal. Da gibt es sowieso nichts Gescheites. Oh, das ist gut. Ein goldenes Puzzleteil ist immer super. Da wir hier im Kalender ja gestern eine Rettertruhe gekriegt haben, hab ich eine schon aufgemacht, aber leider diesen Bongo-Antilope-Teil nicht bekommen. Deswegen Pech gehabt. Ich warte jetzt auf die legendäre Truhe, damit ich die dann, wenn die wechselt, dass ich da mal das andere Tier mal vielleicht ergaschen kann. So, bis jetzt läuft bei mir nicht so viel im Spiel. Ich habe hier keine neuen Tiere reingestellt. Ich züchte nur die Tapirs, wenn es klappt. Und wenn die Level 3 dann erwachsen sind, werde ich dann die anderen Tiere wieder raussetzen. Auf jeden Fall keine Tapirs, sondern hier wahrscheinlich Schafe oder hier die Ziegen. Weil die geben mir zu wenig Zuschauer. Punkte. Und das heißt, desto weniger Zuschauerpunkte man hat oder Besucherpunkte, desto langsamer füllen sich die Kassen. Und deswegen versuche ich so gut wie möglich nur Tapis zu züchten. Die haben nämlich 1000, das sind jetzt Babys, die geben das Doppelte an Zuschauerpunkten. So, das war's dann eigentlich erstmal für die Folge vom Zoo 2 Animal Park. Ich gehe noch gleich in die Playmate oder Paymate-Seite vom OPS, wo man die Werbung anschauen kann. Und dann gibt es auch wieder Neuigkeiten oder besser gesagt schlechte Neuigkeiten für die Zuschauer, die es noch nicht wissen. Da hat PS wieder mal eine Grenze eingeführt, dass man nicht so häufig die Werbevideos schauen kann. Und das zeige ich euch dann gleich. So, mit dem Spiel höre ich erstmal auf. So, wir gehen gleich auf die Seite. Einen kurzen Cut. So, da sind wir auf der Seite. So, und in dem oberen Reiter gibt es jetzt eine Sperrung der IP oder Benutzer-ID. Wenn man zum Beispiel hier auf Video drückt, dann kommt Invited IP, das heißt ungültige IP. Ich weiß nicht, wie lange das die Sperrung dauert. Eine Stunde, 2 Stunden oder 3 Stunden, das kann ich euch nicht sagen, habe ich noch nicht geprüft. Aber auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit kann man wieder mehrere Videos anschauen und dann kommt wieder mal so eine Anzeige, dass man wieder ein bisschen warten muss. Hier in Invasion, in Vandio oder in Vandio, da gibt es auch meistens so eine Anzeige. Da kann man auch nach mehreren Stunden wieder mal probieren, ob man da Werbevideos schauen kann. Und hier unten gibt es dann eine Sperre dann für den ganzen Tag. Wenn ihr zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt angekommen seid, so wie bei mir jetzt, dass der so schnell aufblinkt hier, das heißt, dass dann jetzt ab diesem Zeitpunkt gar keine Videos mehr kommen. Und ihr müsst dann bis morgen warten. Also könnt ihr nur probieren, bei diesen zwei Reitern dann vielleicht noch ein paar Videos anzuschauen. Und das war's dann für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.